Mahlzeit, liebe CB-Funkfreunde. Erstmal vielen Dank für eure freundlichen Kommentare. Heute kommt mal ein von den Abmaßen größeres CB-Funkgerät der Firma PNI auf den Tisch. Was ich bis jetzt gehört und gelesen habe, ein rundum tolles Gerät mit vielen nützlichen Funktionen. Wir reden hier von dem PNI Escort HP 9001 Pro. Es handelt sich hier wieder um ein Multinormgerät. Ich blende die Normen gerade mal für euch ein. Für Deutschland heißt das 80 Kanäle FM und 40 Kanäle AM Modulation. Die maximale Ausgangsleistung in Deutschland ist, wie ihr bestimmt wisst, 4 Watt auf AM und auf FM. Weitere Infos zur Ausstattung. Es hat eine automatische 12 Volt 24 Volt Umschaltung, regelbare Automatik Squelch, manuelle Squelch auch regelbar, die Scan-Funktion. Dann hat es 10 Kanalspeicher, ein großes Display mit 7 Farben regelbar plus Beleuchtung aus, Kanal- und Frequenzanzeige, ein großes S-Meter über die Displaybreite, die ANL-Funktion für die Reduzierung von Störgeräuschen, EMG-Notfallkanäle per Knopfdruck anwählbar, Kanal 9 und 19, Mikrofon mit Hoch- und Runter- und Auto-Squash-Taste, ein Bordspannungsadapter für den Zigarettenanzünder, Dual-Watch-Funktion, also die Überwachung von 2 ausgewählten Kanälen, dann die Tastatursperre und auf der Rückseite ein 3,5 mm Klinkenanschluss für externe Lautsprecher. Dann packen wir das Gerät nun aus. So, was haben wir hier drin? Einmal die 10-sprachige Anleitung. Die einzelnen Sprachen werde ich euch jetzt einblenden. Dann, was ist das? Garantieschein und Handelsgarantie. Ein bisschen Werbung. Hier sieht man auch die Mobilantennen, die PNI anbietet. Und alle Geräte. Ebenso. Dann geht es weiter. Einmal mit dem Bordspannungsadapter. Hier ist der Anschluss für an das Funkgerät. Dann das Mikrofon, klein und handlich mit Up und Down, also Hoch- und Runter-Tasten und Aktivierung der Auto-Squash. So, hot. Montagezubehör und Mikrofonhalter. Dann das Funkgerät. Und der Haltebügel. Ich räume jetzt mal ein bisschen auf. Okay, ich habe es jetzt angeschlossen. Schauen wir erstmal kurz nach dem Display, welche Farbe wir wollen. Das sieht eigentlich schon toll aus. So, 7 Farben war das, ne? Ja. Und einmal Stufe aus. Sollen wir grün machen? Ja, komm. Wer ist für grün? Oh, grün. Alles klar. So. Als erstes stellen wir jetzt die Ländernorm ein. Stellen das Gerät aus. Dann halten wir die F-Taste und die MEM-Taste gedrückt und stellen das Gerät wieder ein. Mal sehen, wie ich das hinkriege. So, okay. Hier oben steht noch EU drin, wie man sehen kann. Ne? Da müssen wir auf DE, das wird Deutschland. Drehen wir am Kanalwahlregler UK DE. Da haben wir es. Ausmachen. Wieder anmachen. Und oben links steht DE. Das heißt jetzt für Deutschland 80 Kanäle FM und 40 Kanäle AM-Modulation bei max 4 Watt Ausgangsleistung. Easy going, wie man gesehen hat, ne? Und nun zu den Tasten und deren Funktionen. Fangen wir an mit dem Drehregler auf der linken Seite. Der innere Drehregler ist für die Einstellung der manuellen Squelch und der äußere für die Einstellung der Automatik-Squelch. Direkt darunter findest du eine LED
die anzeigt, ob du am Empfangen bist oder am Senden. Abhängig davon leuchtet die LED grün für Empfangen und rot für Senden. Direkt nebendran ist der Mikrofonanschluss mit 6 Pin. Die Taste ASQ ist für die Aktivierung der Auto-Squash. Darunter die Mode-Taste, um zwischen AM- und FM-Modulation zu schalten. Dann die Scan-Taste für die Scan-Funktion. Darunter die F-Taste mit dem Schlüsselsymbol. Kurz drücken und dann auf die MEM-Taste. Schon kann man die 10 gespeicherten Kanäle abrufen. Aber dazu gleich mehr. Länger gedrückt aktivierst du mit der F-Taste die Tastensperre. Dann geht's rechts weiter mit der DW-Taste. Die steht für die Dual-Watch-Funktion, wo du 2 von dir gewählte Kanäle überwachen lassen kannst. Darunter die LCR-Taste haben wir eben gesehen. Darüber können wir die Hintergrundfarbe einstellen. Und zwar 7 Hintergrundfarben können wir wählen und einmal die Hintergrundbeleuchtung komplett ausschalten. Mit der 9-19-Taste wechselst du zu dem Notfall- und LKW-Kanal 9 bzw. Kanal 19. Mit der MEM-Taste kannst du 10 Kanäle deren Modulationsart und Squelch-Art, also ob manuell oder Automatik-Squelch, abspeichern. In Verbindung mit der F-Taste auf der linken Seite kannst du die gespeicherten Kanäle dann abrufen. Nebenan dann der Kanalwahlschalter. Links über ihm der Schalter für Ein- und Aus, laut und leise. Dann hier ist der Schalter für die ANL-Funktion. Und zwar die ANL-Funktion ist für das Beseitigen von Störgeräuschen gedacht, damit du dein Gegenüber besser verstehen kannst. Dann auf der Rückseite, klar, der Anschluss für die Antenne. Hier haben wir einen 3,5 mm Klinkenanschluss für einen externen Lautsprecher, das Stromanschlusskabel und einen, wie man hier sieht, nicht benannten 3,5 mm Klinkenanschluss, der laut Anleitung für die Programmierung des Boards im Service verwendet wird. Dann kommen wir jetzt gerade mal schnell zu der Speicherfunktion. Und zwar hatte ich ja gesagt, 10 Speicherplätze stehen zur Verfügung. Und die kann man über die MEM-Taste programmieren. Hier zum Beispiel Kanal 20, mein Hauskanal. Da sollte man sich behalten, das ist die Frequenz 2720500 MHz. Drücke ich auf die MEM-Taste und sage, ah ja, das ist mein Hauskanal. Auf die 1 will ich dann natürlich speichern. Bang. Als nächstes möchte ich dann Kanal 32 in meinem Speicher ablegen. Gehe ich auf die 32. So, drücke ich MEM. Sage auf Kanalplatz 2. Speichern. Okay. Als nächstes holen wir noch die 40. Mit Autosquash speichern wir die ab. Okay. Memory. Sagen wir mal auf Speicherplatz 3. Kanal 40 ist die Frequenz 2740500. Für das Abrufen der Speicherplätze die F-Taste und die MEM-Taste kurz drücken. F, MEM. Und mit dem Kanalwahlschalter können wir jetzt die einzelnen Speicherplätze auswählen. Auf Platz 1 hatten wir den Kanal 20 abgespeichert. Und zwar die Frequenz war die 2720500 MHz. Ja, und auf Platz 2 hatten wir Kanal 32 und auf die 3 hatten wir Kanal 40 mit Autosquash-Funktion. Das Gerät macht auf mich einen sehr guten Eindruck. Tolle Verarbeitung, für jede Einstellung einen eigenen Knopfdrehregler oder Schalter, 6-Pin-Mikrofonanschluss. Alles in allem macht das Escort HP 9001 Pro einen stabilen Eindruck auf mich. Das beigelegte Omai kenne ich von einem teuren Gerät von CRT. Wie es sich anhört, sehen wir dann gleich beim Modulationstest. Audiotest, Achtung, Audiotest. Audiotest des internen Lautsprechers der PNI Escort HP 9001 Pro. 01234567819, bitte nicht mehr anrufen, ist eine Wiederholung. 10987654310. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Audiotest, Achtung, Audiotest. Audiotest der Modulation des PNI Escort HP 9001 Pro. 01234567819 10987654310. Friede, Freude, Eierkuchen. A, B, C, D, E,
DEFG, HIJKLMNOP, QRSTUVWXYZ. Mein Fazit: Für den Preis tolle Verarbeitung und zahlreiche brauchbare Funktionen. Auch die Möglichkeit, 10 Kanäle mit ihrer Modulationsart und Squash-Funktion abzuspeichern, finde ich angenehm. Die Modulation ist für ein originales Mikrofon ordentlich und in angenehmer Lautstärke. Sicher, es geht immer höher, lauter, weiter, besser, aber ich kann wirklich sagen, ich bin damit sehr zufrieden. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen meiner kleinen Vorstellung des Gerätes. Denkt bitte daran, ich möchte nur die Geräte vorstellen und der Rest ist meine eigene Meinung. Seht mich nicht als Oberlehrer oder als Mensch, der euch etwas verkaufen will. Wer mir aber mal so richtig seine Meinung sagen möchte, kann gerne die bekannte Mecker-E-Mail-Adresse von mir benutzen, die da lautet sendfabrik@hulti.de. Viel Spaß beim Schreiben. Weitere Informationen zum Gerät findet ihr in der Videobeschreibung, wo ihr auch einen direkten Link zum Gerät und zu weiterem Zubehör findet. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr meine weiteren Videos und Vorstellungen nicht verpassen wollt, dann lasst ein Abo da. Und die ganz Freundlichen von euch vielleicht auch einen Daumen nach oben. Über euer Kommentar würde ich mich auch freuen. Vielen Dank im Voraus und die besten Zähnchen aus Neuwied am Rhein. Bye bye.